dass Dena bei der und Joyce bei der Stalker Crash Challenge dabei waren. Also ich finde, das zeigt einfach mal, dass YouTube wirklich eine Plattform, eine sehr ernstzunehmende Plattform geworden ist, weil so viele sind inzwischen im Fernsehen gelandet auch und haben da Berichte mitunter. Wie viel Schaden macht das dann eigentlich? Steinax 4, 5. Also es ist wirklich, ich finde das richtig schön, weil man damit auch breiterem Publikum, auch mal den Leuten jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja, doch auch in so einer, ich sag mal, Spaßsendung wie die Stalker Crash Challenge, dass man einfach auch bei dem älteren Publikum, die das irgendwie nicht so verstehen können, das Phänomen Let's Play, dass es vielleicht da ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Man weiß es nicht, vielleicht werden ja Dena nach Kong und Sarraza und Unge spielt, auf der Couch vom Stefan landen. Man weiß es nicht, man wird es abwarten. Zu wünschen wäre es den beiden aber definitiv. Und ich freue mich einfach auch für YouTube, dass es, oh, ist irgendwie auch cool hier, so ein kleiner Graben, dass es einfach diese Reichweite inzwischen schon bekommen hat. Und es ist einfach richtig cool. Ich habe mir letztes Mal ein Video wieder von Kronk angeschaut und da denkt man sich immer so, wenn man sich das so anschaut, boah, irgendwie so jetzt stark übertrieben natürlich, das ist von den 90er oder Anfang 2000 oder so. Wenn man da mal aufs Datum guckt, dann sind die Videos einfach mal von 2010, bedeutet, es ist gerade mal 4 Jahre alt. Und es kommt einem einfach so alt vor, weil einfach die Videos damals noch nicht diese Qualität hatten von heute und das alles so rasend schnell ging. Was haben wir denn da unten? Geht's da unten noch ein bisschen tiefer rein? Moment, wir gucken hier mal. Ja. Zack. Das dürfte uns nicht wehtun und das hier auch nicht. Oh ja, hier geht sogar ein bisschen. Ja, wir haben ja auch so viel Fackeln. Achso, ja gut, aber hier unten ist auch gerade nur Fackelverschwendung gewesen, mehr oder weniger. Gut, dann gehen wir hier einmal bitte wieder nach oben. Können wir da hochspringen? Ja. Perfekt. Ja. Hm. Wie kommen wir denn jetzt hier jetzt wieder raus? Ein bisschen Holz abklimpern. Na gut, dann nehmen wir. Wieso habe ich normalen Stein dabei? Egal, was soll's. Es geht weiter nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Ich würde aber ungern jetzt hier in einem Sumpfgebiet die ganze Zeit weiterlaufen. Ha. Huh. Hoffen wir einfach mal. Na. Hoffen wir einfach mal, dass es hier so passt. Und Leute, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde jetzt einfach... Ich werde die Folgen, glaube ich, in 5 Minuten splitten. Und dafür dann 2 pro Tag bringen. Einfach, dass wir wirklich auf die 100 näher kommen. Es tut mir so leid, aber ich will das einfach nicht, weil ich das selber... Wisst ihr, ich will euch damit nicht langweilen so. Und ich weiß momentan wirklich nicht, was ich groß machen soll noch. Weil einfach die Motivation auf die neue Welt so groß ist. Und wir sind jetzt bei Folge 92, also die 92. Folge. Wenn ich jetzt immer 5 Minuten Parts und das 2-mal pro Tag hochladen werde, dann, ja... Dann kommen wir einfach zu 100... Und dann gebt mir auch bitte Zeit, also die Folge 100 könnte ein bisschen verspätet kommen, ich weiß es nicht, ich muss damit jetzt diese Woche mal anfangen. Ich weiß noch nicht, in welchem Ausmaß die sein wird, ich weiß bloß, dass die Idee an sich wirklich richtig cool ist, also finde ich persönlich. Und dass es auch, glaube ich, euch Spaß machen wird. Deswegen lasst euch da gerne überraschen. Und jetzt wird es auch schon dunkel, ich hoffe, ihr seht was. Ja, die Musik ist gerade auch sehr schön. Oh, da unten waren wir, glaube ich. Ich laufe hier einfach gerade irgendwo hin, ne? Einfach hier querbeet ein, querbeet aus. Hier ist aber auch gerade überall einfach mal ein Sumpfgebiet. Komm, wisst ihr was? Wir craften uns nochmal ganz kurz ein Boot. Dazu müssen wir uns nochmal eine Workbench machen. Gut, dass wir so viel Holz dabei haben. Zack. Zack. Und dann machen wir uns jetzt einmal ein Boot. Das können wir aus dem restlichen Holz machen. Zack, zack. Frage ich mich auch, wieso das hier nicht gemacht wurde, aber hier komplett schön aussieht. Na, jetzt müssen wir einmal hier loskommen. Zack, und da sind wir auch schon auf Wasser. So, dann fahren wir jetzt hier einfach mal, ja, irgendwo lang. In dem Mondschein. Sehr schön. Es wird aber immer dunkler. Ich mache mal ganz kurz den Shader aus. Beziehungsweise, nee, wir machen nur ganz kurz selber aus. Ja, doch, so sieht man einfach noch ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt mit dem Shader spiele. Ich würde sehr gerne auf dem Wasser bleiben, aber es sieht so aus, als ob wir schon wieder absteigen müssen. Ja, jetzt ist das Boot eh zerschellt. Okay, dann gehen wir hier einfach mal weiter. Oh, wir können schon wieder nicht rennen. Wir können schon wieder nicht rennen. Das tut mir jetzt aber ein bisschen leid. So. Das ist jetzt einfach... Wow. Alter. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nochmal ein bisschen runter. Wie gesagt, das ist jetzt einfach... wie soll ich das sagen? Ja, das ist jetzt einfach nur ein bisschen ein paar Laberfolgen jetzt, wo eben nicht viel gemacht wird. Boah, ich würde gerne runter.
Wir haben ja Eisen dabei. So, dann machen wir uns mal ganz kurz nochmal eine Workbench. Wir benutzen natürlich jetzt das ganze Holz. Zack. Machen uns mal schnell einen Ofen, dass wir uns dann nämlich schnell einen Eimer machen können. Damit wir dann nämlich uns einen Wassereimer machen können. Dass wir dann hier hinunter geleiten können. Eisen da. Da Kohle. So, wir brauchen 3 Eisen und dann können wir da runtergehen. Dann können wir uns hier ganz kurz so eine ganz kurze Hütte machen vielleicht. Ach nee, das sollten wir dann vielleicht unten machen. Ja, genau das habe ich gemeint. Wir werden jetzt nämlich direkt abgeschossen.